Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen hier zurück bei Total War Rome 2 mit dem Hellenenbund. Und den brauche ich jetzt auch, lieber Günner. Wir müssen nämlich jetzt hier gegen die Bergmänner kämpfen. Was sagst du dazu? Genau, Yassas und herzlich willkommen, liebe Freunde. Salve des Spectatoris auch. Ja, ich denke mal, hier ist es einfach mal angezeigt, dann, also wenn die KI dir nur 61% Truppen übrig lassen will, ey, dann machen wir das selbst. Ich glaube, da kommen wir besser davon. Denke auch. Vor allem, weil ich jetzt, ja, ich habe ja eigentlich noch Pikeniere und die haben zwar Steinschleuderer, aber ich gebe jetzt mal zu, dass ich vor Steinschleuderern jetzt nicht so diesen epischen Respekt habe. Nee, definitiv nicht. Und hier muss man auch ganz klar dazu sagen, du hast Fernkampfüberlegenheit, ne? Du hast deutlich mehr Fernkämpfe als er. Jo. Lass mal gerade so einmal schauen. Also, er kann mit Kaff hier rüber kommen, ne? Und dann hier. Es wäre also vielleicht nicht verkehrt, hier einmal dicht zu machen. Nee, guck mal, ich mach's ganz anders. Und ich mach hier dicht. Schleuderer könnte man zum Beispiel hier aufstellen. Weißt du, so, ne, hier, wie heißt es? Teutoburger Waldmäßig, ne, aufs Plateau. Ne? Wäre eine Möglichkeit, aber guck mal, wo ich jetzt meine Pikeniere hingestellt habe. Ich brauche gar nicht mehr ist auch als gut. Dieses Gebiet. Wenn ich da dahinter jetzt meine Wurfspeere platziere. Würde ich nicht machen. Also, bei dem Initialwurf schon. Aber du schmeißt hier nur auf Schilde. Ich würde lieber, ich sag mal nur so meine Alternative. Mhm. Ja? Du läufst sowohl, das ist natürlich, ja, lass mal gerade gucken. Das kommt man nicht ganz so gut rum, aber hier müsste man auch langkommen. Alternativ wäre, warte mal, ich hab Hopliten hier. Mhm. Und dann mit den Hopliten, den Steinschleudern und den Speerwerfern hier rausrücken und die Speere dann den Jungs, die hier gegen die Piken kämpfen, in den Rücken werfen. Also ich glaube, es wäre eigentlich jetzt interessant, wenn man diese Schlacht, weißt du, wenn du die einmal schlagen könntest bei dir auf dem Bildschirm und ich einmal bei mir, so, weißt du, so mal gucken, was passiert, ne? Und dann, dass man gucken kann, was effektiver ist, weil ich würde behaupten, wenn du nämlich deine Plänkler hier stehen hast, die werfen ja bei den Gegnern immer auf die Schilde drauf, ne? Die haben eine wesentlich höhere Geschossabwehr. Und du müsstest ja dann, also auch für den Initialwurf ist natürlich gut, aber du müsstest ja auch danach wieder eigentlich raus, damit du beim Werfen flankieren kannst. Der Weg hier unten rum, der ist zu lang, würde ich behaupten. Ne? Da reicht eigentlich so eine Einheit Hopliten oder zwei, hier drüben, ne? Und dann ist es halt fast effektiver. Klar, wenn du Pikeniere hier stehen hast, ist halt mega nice auf jeden Fall. Ich habe eine Idee. Da kann der nichts machen. Und dann würde ich. Ja, also ist jetzt nur mein Vorschlag, ne? Nee, du kannst es ruhig machen, aber ich mache noch eine kleine Abwandlung dessen, was ich vorhatte. Und zwar. Ach, was ist jetzt hier für ein Käse? Jetzt. Okay. Nee, guck mal, ich mache hier so einen kleinen Pseudokessel. Lass den Feind dann quasi jetzt hier in so eine Art Pseudokessel reinlaufen, ja, wobei das ist hier ungeschickt. Du meinst, dass der so kämpfen muss? Genau, so, der muss so kämpfen. So eine Tasche, ne? Und dann kann ich nämlich mit den Wurfspeeren hier über Kreuz werfen. Du bekommst noch ein paar andere. Also, du gibst mir einfach, gib mir mal die Steinschleuderer ansonsten. Okay. Dann nimm du die Speere und gib mir die Steinschleuderer. Aber ich würde behaupten, dass das nicht ganz so effektiv ist wie die andere Variante. Aber ist ja auch egal. Also wir müssen ja hier heute nicht die. Wir schauen mal einfach, wer da nachher mehr Kills mit was macht. Ich mach mit den Bullshit Schleuderern. Oder du mit den OP. mit den OP-Belters. Ich habe jetzt einfach nochmal zwei Hopliten für den Notfall vorbehalten, beziehungsweise. Ja, genau, also ich würde schon eine hier hinstellen und die andere als Reserve irgendwo so hier in der Nähe behalten, dass du da dann entweder ich sehe noch hier was. Oder hier mit stopfen kannst. Ich brauche die sogar hier da drüben, guck mal. Brauche ich sogar hier. Ah, ja, stimmt, okay. Aber dann kann der auch noch hier durchkommen. Genau. Aber ich glaube, dann laufen wir einfach wieder zurück, wenn der da durch will. Und dann habe ich jetzt hier noch meine Kavallerie, die ich noch einsetze, falls ich da noch von hinten kommen will. Gut, also ich bin bereit. Jo, ich auch. Dann los geht's. Pikeniere! Wir stehen auf diesen Mauern und wir werden standhalten. Wir stehen auf diesen Mauern und wir werden standhalten. Junge, was hast du geraucht?
Und ganz bezeichnend ist immer, Leute, ey, bei diesen ganzen Spielen hier wie Rome, Attila, Thrones of Britannia, niemals auf die Mauern gehen. Auch wenn ihr defft, die KI kriegt so brutale Boni auf den Mauern, da könnt ihr einfach nicht mithalten auf diesen hohen Schwierigkeitsstufen. Lieber einfach die Engpässe dicht machen, die KI daran hindern, sich frei bewegen zu können. Es ist der effektivste Weg. Und ihr habt in so einem Stadtgefecht einfach wesentlich bessere Chancen. Das kann ich nur unterschreiben. Das ist auch den Eindruck, den ich habe. Ja, ihr werdet sonst immer geraped werden. So die Kaffmasse natürlich, Fritte, ne? Ja, ja, keine Chance gegen Kieler, weil... Also ich meine, ja, da kannst du auch... Ja, das ist einfach Pferdegulasch, ne? Ich höre es aber auch aufzuwerfen, das reicht schon, die sind fertig. Die haben auch keine Chance gegen die Piken. Guck mal, wie die sich da rein wasten. Also meine TDA Taktik... hätten wir jetzt gesagt, gejolot, ne? Du hast ja mal, glaube ich, in einem Video beschrieben, quasi, was, dass die... oder warst du das oder war das Stein? Weil ich weiß es gerade eben nicht. Ich glaube, du warst es, dass die KI auf hohen Schwierigkeitsstufen halt mit der Kavallerie versucht, aggressiv anzugreifen, ne? Mit dieser, ja, ich mache Engstellendicht-Strategie, deswegen ist es ja auch bei Stadtverteidigung so geil, was du gerade eben beschrieben hast, verhinderst du das halt komplett, dass die KI das machen kann. Ja, das ist richtig. Die kriegt halt extrem starke Buffs und nutzt es natürlich auch, indem sie dann die Engstellen angreift. So, jetzt kommen sie. So, Kavallerie. Du hast ein Joint Venture zu erledigen. Jetzt kannst du, guck mal, oh, jetzt kannst du mit den Speerwerfern sehr gut, genau, ja. Ja, da kannst du krass flankieren, ey. Da machst du heftigsten Damage gegen den. Genau, und das war auch der Plan eigentlich, dass es dann so funktioniert, wie ich das hier gerade mache. Übel, ja genau, die kannst du jetzt von hinten mit der Kaff rapen, ne? Oh geil, ich bin so schlau, ich habe meinen General mit der Kavallerie mitgeschickt. Das macht nichts. Ich glaube nicht, dass der tatsächlich viel Damage durch die Plänkler bekommt, oder? Das sind ja keine Speerwerfe, das sind ja Steinschleuderer. Ja, stimmt. Feiert auf den Freund. Okay, du kannst jetzt hier rum. Beginiere! Ja, Kommandant! Schnell! So, Befehl! Angriff! Komm, Kavallerie, bereit! Oh, meine Kavallerie greift an. Lanzen im Hals! Boah, rein damit. Befehle verstanden. Und immer noch sau viele von denen hier. Pikeniere! Mir nach schnell! Befehle! Speerträger! Schnelles Marschieren! Oh, die sind echt geliefert da in deinem Kessel. Ja, ja. Einfach mal mit den Piken hier schon schön zugemacht. Die haben keinen Bock mehr. Kann man ihn nicht verdenken. Ein paar Wurfspeere noch hinterher und jetzt komme ich noch bei dir in den Rücken. Ja, der General hat aber schon ganz schön gelitten, ey. Und der General von dem, der lässt uns hier auch ganz gut leiden. Boah, das ist der Speerträger, das habe ich gar nicht gesehen. Scheiße, ist der General noch am Leben? Warte, ich gucke. General vor kurzem gefallen. Scheiße. Oh, fuck. Der ist echt down. Den habe ich gerade eben erst eingesetzt. Ich habe da nicht drauf geachtet, dass da Speerwaffen mit bei sind. Das nervt mich. Die Speerträger da, ne? Ja, vor allen Dingen, weil der ist ja auch noch mit 21 Mann, ist die Leibwache ja auch noch vorhanden, ne? Ja, ja. Ich finde es immer so total toll, ne, wie der General dann halt einfach mal drauf geht wegen nix, ne? So. Hier, renn dem mal in den Rücken mit den Jungs hier. Da ist noch der Gen von ihm. Der schlachtet sich hier tatsächlich auch ganz gut durch zwei Einheiten Hopliten durch. Ah ja, okay.
kriegen wir jetzt aber auch down. Nächstes Mal gibst du mir einfach den General. Ja, es war ein Fehler. Ich wollte den eigentlich gar nicht mitnehmen. Ich habe mich verklickt, dass ich die falsche Kavallerie da mitgegeben habe. Nervt natürlich. Naja, es ist nicht mein guter General gewesen, aber es ist halt der, den ich gerade eben frisch jetzt ausgetauscht hatte. Ne? Da muss ich jetzt halt so ein Backpfeifengesicht dafür halt irgendwie nehmen. So, die Eidgeschworenen, die sind jetzt auch schon auf der Flucht. Ja, das war's. Ich mache jetzt ja nur noch hier das fröhliche Niederreiten des Todes. Das ist immer gut. Oft mal drei gehen. Ja. So, wie viele sind das denn noch? Nicht mehr so viele. Dann hier noch. Moment. Meine Faustregel ist halt immer, bring sie auf unter 10 Mann, dann ist die Einheit weg. Ja, genau, dann ist sie safe down. Ja, freie Herber, damit 15 sind wir, glaube ich, auch weg. Ja, wahrscheinlich sind die auch wirklich weg. Also, jetzt kann man es auch beenden, weißt du, jetzt ist egal. Das ist jetzt wieder ein entscheidender Sieg, nachdem der General tot ist. Weißt du, es ist die Einheit, die am meisten Schaden gefressen hat. Warum? Weil ich diese blöde Speerträger-Einheit übersehen habe. Ja. Sie ist düster. Aber guck mal, wie viele Kills meine Wurfspeere gemacht haben. Bitter, ne? Mhm. Also die Strategie funktioniert. Mhm. Das ist so doof, weißt du, der Einzige, der tot ist, ist der General. Wir wussten es schon immer. Er war ein Idiot. Weißt du, als Grabesrede. Ja. Wir haben Glück, Sir. Wieso? Er ist ein Idiot. Ich nehme jetzt mal einen von den Magistraten. Dafür gebe ich jetzt sogar mal Geld aus, weil, aber den level ich dann einfach nicht, wie du es gesagt hast. Oder die, ja, kann man nicht, echt nicht gesagt, machen. Oder? Also keine, niemals der Gegenseite irgendeinen Skillpunkt geben. Die, aber den kann ich ja himmeln, ne? Den, ja, muss da gucken. Es geht halt mit minus 20 oder irgendwie sowas auf die Loyalität, ne? Okay. Also ich mach's halt. Ach witzig, guck mal, das wäre sogar eigentlich 0 auf 0. Ich mach das normalerweise so, dass ich ja gucke, dass ich 4 Generäle von meiner Dynastie bekomme. Mhm. Dann plündere ich in einer Provinz, wo ich die 4 Generäle stehen habe. Die knüppeln alles nieder. Ich verheize, also ich himmle alle Charaktermodelle der Gegenseite bis auf eine Einheit, ne, damit er nur noch einen Fraktionsanführer hat. Mhm. Und dann killen meine Jungs die ganze Zeit irgendwelche Rebellen und dann hast du innerhalb von 20 Runden 98% oder 99% Einfluss und kriegst halt die schönen Boni, die das so mit sich bringt. Das ist schon sehr nice. Das brauche ich gar nicht mehr, das ist voll geil. Ich reiß jetzt mal hier das Gasthaus ein. Oder warte mal, will ich vorher noch meinen Agenten rekrutieren? Ich könnte eine Adlige rekrutieren. Was bringen die denn noch? Ja, mach auf jeden Fall. Hol dir eine Adlige und pack die. Ansonsten, warte mal, du hast immer die Streiter in der Armee, ne? Mhm. Also ich benutze sie für 2 Sachen. Entweder benutze ich die, um die Loyalität der Gegenfraktion zu sichern. Ne? Das ist ein. Weil die diesen Skill haben. Bei uns sogar, weil wir ja Griechen sind, ne? Die haben sogar 2 Möglichkeiten. Entweder nimmst du, wie heißt er? Nicht Lehrer, sondern. Ah, hier, genau, Berater. Dann kannst du ihn in der Armee packen, kriegst du plus 6 Loyalität, ne? Oder du nimmst dieses, wo du es in der Provinz kriegst. Dann stellst du die einfach in die Provinz. Genau, korrupt. Stellst du in die Provinz, kostet halt 1500 pro Runde, kriegst aber 15 Loyalität. Kannst du überlegen, was du davon halt lieber haben willst. Ah, ne, warte mal, stimmt das? Irgendein Tod musst du sterben, meinst du? Bitte? Irgendein Tod musste sterben. Ja, genau. Ob du, also dann kannst du ihn entweder in die Provinz aufstellen, um die Loyalität zu sichern, oder du packst ihn in ein Charaktermodell rein. Ich mache in der Regel das zweite. Aber vorher gucke ich auf jeden Fall, dass der den Lehrer-Skill hat. Also einen habe ich immer mit Lehrer in der Provinz stehen, damit meine Generäle, wo ich dann plündere, damit die den Erfahrungsbonus bekommen. Und die Agenten eben auch. Ne?
Das ist ganz wichtig. Ja, dann heiratet sie halt nochmal. Sie ist ja erst 54. Und den anderen halt eben dann. Also einmal Adliger und einmal Lehrer. Das sind so die beiden. Also das sind die beiden unterschiedlichen Agententypen, die ich benutze. Ich weiß nicht, es gibt auch Leute, die benutzen die wahrscheinlich, um gegnerische Agenten zu konvertieren oder sowas. Das kann ich aber nicht wirklich empfehlen. Okay. Ja, es funktioniert ja so gut wie nie, ne? Ja, ist nicht so mächtig. Weißt du, was lustig ist? Sie hat den Typen geheiratet. Ich glaube, das ist dasselbe Charakterbild. Die Frau hat eindeutig einen Geschmack, der in eine Richtung zeigt. Beuteschema. Oh geil, ich kann Gelder veruntreuen. Gibt 2000 Gold, aber minus 3 Loyalität für andere Parteien. Ja, das lasse ich es mal lieber sein. Ewigen Liebäugeln. Er kann... Warum? Der 70-Jährige könnte jetzt hier mit der 54-Jährigen leben. Die sind alle so vergreist hier bei mir und so krank im Kopf. Der 34-Jährigen könnte ich jetzt hier... Was passiert eigentlich? Warte mal, ich guck mal, ob das funktioniert. Ich versuch Scroll übrigens mal bitte noch gleich nach Delminium. Und beachtet, dass da noch eine Armee steht. Mach ich gleich. Moment. Wollte dich nur darauf hinweisen. Jo. Also ich habe jetzt gerade eben tatsächlich mal hier geliebäugelt mit dem Anführer der anderen Partei. Hat aber überhaupt nichts bewirkt. Nachdem man sie haben Händchen gehalten. Toll. Delminium hast du gesagt. Delminium. Mhm. Da steht, das ist bei dir eben im Illyricum die Provinz. Ach die, ne? Ja, da ja. Steht die hier, da steht hier so eine kleine Armee. Ich weiß jetzt nicht, ob der steht, um hier zu deffen oder... Ob der steht, um da anzugreifen. Der steht da schon länger, den habe ich schon eine Weile im Auge. Okay, ja. Der scheint da einfach nur Spaß an meinem Rasen zu haben. Vielleicht guckt er sich was ab oder so, weißt du? Vielleicht ist er auch einfach nur neidisch auf die hellenistische Kultur. Gewiss. Was will ich denn hier machen? Wo bin ich denn hier? Koria. Und ich meine, nach Jadom muss ich ja sowieso noch mit der Zeit. Interessiert mich eigentlich nicht, das hier. Ich sehe, dass die auch gerade eben in geringer, also eine reduzierte öffentliche Ordnung haben. Boah, Dude. In 80 bis 90 Runden rebellieren die. Das nenne ich Optimismus. Also ich fange jetzt an Athen umzubauen. Athen mache ich jetzt wirklich zu meiner Truppenwerkstatt. Denn mein Plan, die Knossis da anzugreifen, den habe ich nie aufgegeben. Nur so ein Late-Game-Plan. Wollen wir das eigentlich mit Sparta jetzt dann irgendwann mal tatsächlich probieren, dass die da rebellieren? Oder haben wir das auch aufgegeben? Ich glaube, vorhin haben wir ja uns so mehr oder weniger darauf verständigt, dass wir es lassen, oder? Ich weiß es nicht, also mir ist es egal. Also. Es wäre halt praktisch, weil dann hätte halt einer von uns beiden, in dem Fall halt ich, dann mit Hellas dann nochmal ein eigenes Gebiet. Aber irgendwie ist es auch cool, wenn Sparta gehört. Also ja, ich muss das auch, nicht haben. Also ich bin dann auch mit Knoss, also mit Dingens, mit Hirapyna zufrieden. Ein Wort, ey. Hirapyna, siehst du, ich kann's nicht mal. Hirapyna. Wie viel haben wir? 85% ist auf jeden Fall gut. Du kannst niemanden adoptieren, das ist ätzend. Bei mir gibt's halt auch niemanden, den ich adoptieren könnte. Also, es sind halt alles nur so alte Säcke. Es liegt wahrscheinlich daran, dass wir die Jungen alle auf dem Schlachtfeld umbringen. Warte mal, befördere die Tante mal gerade. So. Check. Das Doofe ist halt, ich kann keine... ich kann halt echt hier niemanden rekrutieren. Das ist echt mega kacke. Okay, pass auf, greif den mal an.
Boah, kann er noch weiter weglaufen, bitte? Und Tuck. Und tschüss, Taco. Ja, bitte versklaven. Okay, Armeetradition Nummer 3. Wir nehmen mehr Bewegungsreichweite, würde ich sagen. Das ist eigentlich immer gut. Und du hast ein Level gekriegt. Und du, was machst du mir denn besser hier in dieser Armee? Ah, warte mal. Bewegungsreichweite für den, nee, nicht für den Agenten. Gewonnene Erfahrung pro Runde, General, Begleitarmee. 100 Einheiten Erfahrung, das wollten wir haben. Das nehmen wir auch alles mit auf der entsprechenden Skillstufe. Du bist immer noch Stufe 3. Dann werde ich dich... Ja, geh mal hier hin. Ich stell dich mal hier auf. Du bist noch meine... Ich klau gerne Nahrungsspionin. Das haut aber hier hin, ne? Minus 5 Nahrung ist sehr, sehr nice. Dann kannst du eigentlich da stehen bleiben. Das ist mir recht. Und du... Ne, warte. Du, komm, du gehst hier hoch. Nach Sami Segetusa. Jo. Dann beschatte mal hier ein bisschen. Truppen haben wir hier am Start. Dann nehmen wir nochmal hier diesen Poseidon-Tempel und bauen wir aus auf die Getreidegruben. Und dann lassen wir wieder zurück. Und jetzt kriegen wir hier nochmal eine Revolte, das ist doch sweet. Und du gehst bitte hier in die Armee. Einmal Militärverwaltung. Hast du schon einen Skill? Dieses Loyalitätsding? Nee, nimm das dann jetzt bitte. So, genau, da hast du auch diesen stinkenden Heloten-Schleuderer. Und diese Armee. Weißt du, was eigentlich. Ich bin gerade eben am Recherchieren. Ja. Weißt du, was die Krankheit ist, die wir wahrscheinlich die meiste Zeit hier abbekommen? Erzähl mal. Es müsste die Malaria sein. Ah. Weil das die Krankheit ist, die in der Antike zumindest die Römer am allermeisten geplagt hat. Jetzt ist es nicht unwahrscheinlich, dass das auch für die Griechen gilt, weil bei denen ist es ähnlich. Und rein von der klimatischen Situation. Das ist sehr interessant. Also wir müssen da auf jeden Fall noch bedenken, wenn die, also häufig kann man auch davon ausgehen, dass das so Ruhr Erkrankungen gewesen sind durch verunreinigtes Trinkwasser. Das auch, ja. Weil die Autoren schreiben ja häufig in ihren Quellen von einer Malaria, also schlechten Luft, ne? Mhm. Meinen damit aber natürlich nicht die Krankheit, die wir als Malaria, weißt du, bezeichnen, ne? Ja, das heißt, sie wussten dann einfach nicht, was es letzten Endes ist. Und es war damals vielleicht einfach der allgemeine Begriff für krank sein oder so. Oder hat sich zumindest bei uns dann so übersetzt. Ja, und, ja, also beziehungsweise ist dieser Begriff vielleicht auch namensgebend geworden, obwohl das vielleicht gar nicht gewesen ist. Ne? Also man weiß es halt nicht so genau, was die jetzt so für Erkrankungen gehabt haben. Ne? Man geht halt davon schon aus, dass es auch solche Krankheiten wie Malaria hat es damals in der Antike auf jeden Fall auch gegeben. Und gerade, weil guck dir das Klima um Rom halt drumrum an, ne? Diese ganzen Hügel und dann alles voller Sümpfe drumrum, ne? Das ist natürlich echt auch der perfekte Brutkasten für so ätzende Viecher, ne? Die dann irgendwelche Keime verbreiten, ne? Also eine Sache ist auf jeden Fall, also man kann auf jeden Fall, man weiß es inzwischen, ich habe das gegoogelt, dass hat man wirklich also Spuren gefunden von, ja. In den Gräbern, so wie es aussieht, der Leute, okay. Zumindest in Rom, hat man das Genom des Erregers. Malaria, wie hieß er nochmal? Irgendwas mit P, oh, ich habe den Namen vergessen. Ah, krass. Gerade eben gelesen und schon vergessen, man will. Ja, nee, aber daran hat man es dann zumindest bei den Römern festgemacht. Aber ja. Wie gesagt, es kann trotzdem sein, dass du da absolut recht hast, denn es ist ja bis heute so, dass Durchfallerkrankungen da definitiv generell ein großes Problem, das größte Problem der Menschheit ist. Bis heute. Ich glaube, Cholera ist die Krankheit, die die meisten Leben gekostet hat oder so auf dem Planeten bisher. Also seit Menschengedenken, ne? Richtig. Ja.
uns bei öffentliche Ordnung. Ach ja, genau. Wer sich dafür interessiert übrigens, da kann ich noch ein Buch empfehlen. Kai-Peter Jankrift. Brände, Stürme, Hungersnöte. Ist historisch jetzt nicht so super akkurat. Kai-Peter Jankrift ist, glaube ich, Professor für Medizin, ist also kein Historiker. Das merkt man auch an manchen Stellen so ein bisschen. Aber schreibt wirklich sehr spannend und bitte schreibt mir doch nochmal in die Kommentare, weil ich das auf jeden Fall vergessen werde, hier das Buch zu verlinken. Schreibt es mir bitte in die Kommentare, dann mache ich das nämlich hier an der Stelle noch und reiche euch den Link nach, wo ihr das dann finden und käuflich erwerben könnt. Es ist ein lesenswertes Buch auf jeden Fall. Die kriegen einfach keine Kinder. Der beschäftigt sich übrigens nicht nur mit, also ich glaube, er beschäftigt sich überwiegend mit Seuchen und Hungersnöten im Mittelalter. Aber nicht nur, also es ist auf jeden Fall epochenübergreifend. Ich habe natürlich den Fehler gemacht und habe den General gelevelt. Ich bin so ein Honk. Naja, habe ich immerhin Spaß später. Nee, aber das vergisst man halt immer wieder, ne? Dass halt nicht nur Armeen solche Kriege entschieden haben, sondern halt auch manchmal echt eine Seuche zur richtigen Zeit. Bloß von diesen großen Events hörst du halt selten was, weil da halt einfach so der große Eintrag in der Geschichte fehlt. Und dann war ich so episch siegreich, weil die alle eine Malaria verreckt sind. Er hätte natürlich keinen General von sich selbst geschrieben, ne? Richtig. Häufig sagen die ja auch nur dann durch die Gunst der Götter oder irgendwie sowas, ne? Ganz genau. Kann man wunderbar zwischen den Zeilen lesen, was er damit gemeint hat. Wobei man ja auch echt nicht vergessen darf, die Menschen damals wussten das ja auch nicht anders. Ne? Die sind ja nicht so aufgeklärt an die Sache rangegangen, so, ja, die sind halt alle krank. Da hat halt jemand was eingeschleppt oder so. Es gab vielleicht schon wenige, so wie, keine Ahnung, Galen von Pergamon oder so, die es geahnt haben, dass es vielleicht sein könnte. Oder so ein paar Philosophen, die sich, Naturphilosophen, ne, die sich damit beschäftigt haben. Aber für die meisten Menschen war das halt echt so, bist krank, also müssen die Götter da irgendwas mitgemacht haben. Genau, die Götter sind dran schuld in der Regel. Wenn man bedenkt, dass es ja auch noch in unserer eigenen Kultur ist, also ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt bei euch da so um Kölle rum ist, aber wenn ich jetzt mich so zurückerinnere, noch meine Großmutter- und Urgroßmutter-Generation, da hat man noch fleißig quasi den Kindern und den Enkeln erzählt, dass das Wetter schlecht ist, weil sie nicht aufgegessen haben. Und manche davon haben es wirklich geglaubt. Also Ja. Und das ist alles noch quasi letztes Jahrhundert gewesen, oder? Also so lang ist diese Dummheit gar nicht her. So, wohin treibst eigentlich du gerade eben deine Truppen? Weiter nach Norden, nach, ne? Petrodava. Oh, du bist ja schon weit oben. Ich habe die Geten gerade vernichtet. Ja, die Geten gehen nirgendwo mehr hin. Ja. Das kannst du so sagen, Junge. Ich mache jetzt hier gerade eben mal so einen Schlenker, um die Noriker zu holen. Ich meine, ganz im Ernst, was ich da mache, das ist eigentlich sowieso ein Gnadenstoß. Die Hungersnot, die da haben, ich glaube, die stehen auch wirklich nur an meiner Grenze, weil sie sagen, oh, bei uns, wir haben Hunger. Ja. Aber weißt du, das ist so krass, ne? Dieser Exploit hier, die eigenen Provinzen zu plündern, ne? Du machst halt mehr Geld, du kriegst diese Revolten, kriegst schneller Erfahrung, kriegst halt mehr Erfahrung, kriegst Sklaven oder Kriegsgefangene, ne? Die du freilassen kannst oder eben was sklaven kannst oder was weiß ich, womit du deine Wirtschaft weiter pumpst. Das ist so heftig hier. 23,4% Wohlstand mehr durch Sklaven, ne? Wir machen einfach unfassbar viel mehr Geld auch dadurch. Eigentlich. Es hat nur Vorteile. Es ist so krass eigentlich. Müsste das halt so heftige Nachteile haben, ne? Ja, also ohne Witz. Eigentlich müsstest du dadurch jetzt quasi sofort Fraktionen haben, die sich gegen dich bilden und so, ne? Weil du ja ein Tyrann bist und, das Lustige ist, CA könnte ja, also CA müsste ja gar nicht quasi diese ganzen Mechaniken einbauen, um die Spieler auszubremsen, sondern es würde ja schon reichen, glaube ich, wenn sie diese unlogischen Mechaniken einfach mal rausnehmen würden. Ja. Das ist nicht glauben, aber wir sind schon wieder bei 30 Minuten. Oh shit, warte. 29 Minuten und 43 Sekunden. Moment, ich mache noch schnell hier meine Runde zu Ende. Guck auf die Uhr und bin entsetzt, weißt du, weil es schon wieder so weit ist. Ja.
Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Der rosa-rote Panther. Soll das heißen, ja, ihr Leute? Naja, okay, gut, komm, jetzt lass mal. Rekrutierungskosten für Leitinhalte in der lokalen Provinz ist cool. Das haben wir. Wachstum lokale Provinz. Gutschein durch Landwirtschaft. Meine Agentin ist ja tot. Ja, meine ist auch eben gestorben. Ist auch eine die waren neu? Also meine war alt. Also die war schon auf jeden Fall. Nein, die habe ich nach Korea gestorben. Die war schon auf jeden Fall Ü60. Nee, meine ist in Korea. Ich bin einfach nur blind. Realität ist easy, ne? Die befördere ich später. Das kann ich jetzt gerade nicht mehr machen. Drag. So ein Drag. Oh, der Typ ist auch ultra alt. Ey, das gibt's halt einfach nicht, ne? Eigentlich hätten wir es nicht den Helenenbund, sondern quasi die Methusalems nennen sollen, glaube ich. Ja, ey, ohne Quark, ne? Ü60-Party oder so. Oder einfach in drei Worten zusammenfassen. Alte Leute, Malaria und Cholera. Das beschreibt's wunderbar, finde ich. Ja. Klingt nach einer so richtig geilen Mischung. Alter, Armut, Elend. Richtig. Ey, warte mal, das ist jetzt spannend. Ich lehne das mal ab. Verliert er jetzt sein Charaktermodell? Ja, wie nice ist das denn? Was ist denn passiert? Alter, wie nice ist das denn? Da haben gerade hier die, ich weiß nicht, wie heißt diese Fraktion hier? Die Apulier haben gerade eine Getenrevolte angegriffen und haben gerade eines ihrer Charaktermodelle daran gehimmelt, weil ich nicht den Angriff mitgemacht habe. Ich beliebe heute zuzuschauen. So nach dem Motto, ne? Ja, ja. Auch ich guck mal zu, wie du dich alleine gegen die 5 Regimenter da schlägst, ne? Oh Gott. Der ist ja da halt eiskalt gehimmelt. Nur einmal. Durch den willst du ja eh auch noch durch, ne? Bitte? Durch den Pulier willst du ja auch noch durch. Ja, genau, die müssen als nächstes dann krepieren, ja. Gut. So, du bist dran. Wir beenden den Part, würde ich sagen. Richtig. Und sehen uns im nächsten Teil wieder. Ich sag dann schon mal bis zum nächsten Mal, Chirete, und natürlich auch Pax Vobiscum Valete. Ciao.